Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ori and the Blind Forest. Weiter geht's. Ich vermute, wir müssen mal da lang. Jetzt hier lang. Au. Ich weiß nicht, ob das so... geplant war. Okay, hier geht's weiter. Aber kommen hier nicht durch. Au! Sieht halt nix. Komisch, 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 komisch. Wo müssen wir lang? Oh. Es ist nicht so ganz definiert, wo wir lang müssen. Da können wir nicht lang. Da funktioniert es nicht. Vermut echt, wir müssen weiter runter. Kriegt die aber auch nicht auf. Wir speichern mal. Sicher ist sicher. Dieses Licht vom Geisterbaum, es war ein Geschenk von uns. Es wurde Naru überreicht, die an unserer Seite stand. Okay. Warte mal, da oben ist aber ein Gegner. Möchte leider nicht getroffen werden von dem Blut. So. Ach, das ist schon mal gut. Wir können trotzdem schießen. Jetzt fahren wir halt nochmal in die andere Richtung. Und wieder zurück. So. Punkte haben wir keine. Au, au, ich häng. Mies.
Nein. Jetzt wär's Aufgang. Ach, ich lebe noch. Hm. Shit. Ja, es ist der kleine Bu echt mini. So. Sind wir da? Sehe ich was flattern? Yep. Da komme ich ja nicht lang, ne? Nee. Geht's nicht lang. Das ist mies. Ja. Da. Wenn er wieder hoch. Dann müssen wir darüber. Darüber. Das aktiviert da, das lässt mich darüber fahren. Okay. So, das lässt mich darüber fahren. Es blockiert aber nichts mehr. Was war denn? Wenn ich das Teil liegen, warte mal, wenn ich das Teil liegen lasse, dann sehe ich ja die. So. Hm. Warte mal, das müssen wir jetzt probieren, dass wenn wir die Kugel liegen lassen, dass wir da hochkommen. Weil ich glaube, das ist der Weg. Ach, zu spät gesprungen. Das war jetzt mein Fehler, vor lauter schnell. Was heißt schnell? Lauter überlegen. Wie und was jetzt? Ach, das müsste funktionieren, wenn ich jetzt dann. Ja. So, lass dann jetzt da liegen. Super. Scheiße. Ja, bring. Ah, okay. Ach schon. Müsste alles nochmal machen. Aber das könnte funktionieren. Das könnte. Ja. Falls ihr Tipps habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und abonnieren nicht vergessen. Liken. Und ein Däumchen nach oben da lassen. So, weil hier bringt es mir nichts. Also muss ich es hier ablegen. Warum springt denn der aber so weit? Ja. Okay.
und gegrillt. Ah, das war zu... Uiuiui. Oh Mann. Wir müssen auf jeden Fall oben nochmal abspeichern. Das... Hier das... Das war jetzt mies, dass es kurz Woche kam. So. Ich will doch eigentlich hoch, nicht runter. Halt, stopp. Das ist die falsche Richtung. Ja? Nur Moment. Das da oben bringt mir nichts. Da geben wir mal den Energiekern. So, jetzt da hoch. Das fährt mich jetzt da lang. Und damit wir das ja aufkriegen, müssen wir genau. Müssen wir den Schritt nochmal machen. So, wenn Gegner in der Nähe sind. Kann ich nicht zerspeichern. Gibt's Sinn. So, jetzt haben wir hier. Turn the lights on gemacht. Da ist eine neue Fähigkeit. Die will ich haben. So. Ist es wurscht, ob wir sterben oder nicht, weil wir haben abgespeichert. So, jetzt wieder darüber. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ich denke mal, dass wir da irgendwie einen Wandsprung oder uns an die Wand hinbappen müssen. So. Lege ich das da ab. Und... wird groß. Sieht schon cool aus. Was ist jetzt alles hell? Orisino, obwohl unser Licht in diesem Dunst schwach geworden ist, hat es die Dunkelheit vertrieben in diesem Ort. Ja. Jawohl. Und gleich eine neue Fähigkeit. Yes. Es läuft doch. Eki wollte zu Naru, doch als er ankam, war sie fort. Er war schnell wie der Wind und sprintete mit Eile. Doch umgeben von Dunkelheit verlief er sich. Holen wir gleich mal ab. Du hast den Sprint gelernt. Drücke RB, um ihn zu nutzen, in deine Blickrichtung zu sprinten. Ah, okay, jetzt weiß ich auch, warum wir sprinten müssen, weil... Wir müssen aber doch eigentlich in die Richtung. Okay. Irgendwas läuft hier schief. Ich hab wieder einen Kattestein gekriegt. Vorsichtig. Man weiß nie, was passiert. Oh, okay.
da voll durchgeflitzt. Okay, was hat das aber zu bedeuten, wenn ich da wieder zurück kann? Warum wusste ich's? Das Gute ist, das verbraucht keine Energie. Das ist schon mal sehr nice. So. Abspeichern. Halten. Oh. Und let's go. Da können wir runterbrechen. Ja, wir gehen aber erstmal da lang. So. Oben ist der riesige Stein, der uns jetzt gleich trifft. Hä? Ich war weg vom schlecht. Oh nein. Okay, mehr. Laufen einfach mal. Oh. Mhm. Probieren die Geschichte nochmal. Ohne am besten irgendwie Life Points zu verlieren. Ja, gut, das war jetzt easy. Jetzt mir denken können, dass da noch die Fälle sind. Oh. Schlecht. Dann gehen wir halt doch da lang. Aber nicht gelangt. Ich hab doch genauso dasselbe Speed wie vorher gehabt. Zack, Energie. Komm, wir speichern hier. Nein! Okay, der zermalmt mich, obwohl ich größer bin. Jawohl, Kartentisch. Du hast eine Lebenszelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Vitalität aufbewahren. Finde weitere Lebenszellen, um deine Überlebenskraft zu steigern. Yes, jetzt haben wir 6 Stück. Jawohl, unten Speicherpunkt. Mhm. Ja, da müssen wir dann hin. Wir sollten später hierher zurückkehren. Es gibt noch so viel zu erkunden. Unten sollten wir den Ort finden, den sie einst hier zu Hause nannten. Ich will ja nur das hier machen. Ich möchte mich ja nicht teleportieren. Ich möchte mich ja nur safen. So. Bitte Knöpfe.
Ja, Energie. Ich frage mich halt, wie kommen wir dahin? Ach, wenn dann nur hier oben und da konnten wir. Ah, wir warten jetzt ab. Fähigkeitszellen. Ach, guck an, jetzt sind wir da wieder. Nee, da will ich aber nicht hin. Aber da müssen wir auch nicht hin. Abspeichern. Wir haben nämlich den Kartentisch aktiviert. Darunter, darüber und dann darunter. Wenn wir überhaupt da nochmal hochkommen. Ah ja, doch, stimmt, kommen wir hoch. Aber Leute, das soll es gewesen sein für diese Folge. Kommentiert, abonniert, liked und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Wenn ihr was habt, wo ihr sagt, Mensch, das könnte er noch verbessern oder sowas, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich lese mir jedes Kommentar durch und beantworte auch jedes. Checkt auch gerne die Videobeschreibung aus. Da ist Instagram und Twitch verlinkt. Da bin ich des Öfteren unterwegs. Auf Twitch natürlich. Live auf Instagram gibt es Sachen von meinen anderen Hobbys und auch Stories, wann ich live bin auf Twitch, weil nicht immer die Benachrichtigung funktioniert. Aber ich würde sagen, bis dahin, ich bin raus.